Also ganz wichtig beim Videodreh ist ja immer das Schokoladeessen davor. Man hätte auch Mut anfressen. Ein bisschen. Nom nom. Willkommen bei Chris Tillman, heute mit einer richtig frühen Loot Chest. Die Loot Chest wird ja eigentlich immer am 15. des Monats verschickt. Der ist diesen Monat halt ein Sonntag. Also nix Post, nix verschicken. Allerdings ist heute Samstag der 14. und die Loot Chest ist schon bei mir auf dem Tisch. Wie kann das sein? Ja, die Leute haben sich vorhin mal richtig ins Zeug gelegt und am 13. die Pakete rausgeballert. Die meisten jedenfalls. Ich bin einer der Glücklichen, der eins bekommen hat. Und ihr seid die Glücklichen, die es jetzt schon sehen dürfen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, guckt euch bitte ein anderes Video von mir an. Danke. Okay, los geht's. Messerchen. Also ich muss dazu sagen, es klötert. Und es ist richtig dick. Also es geht fast gar nicht zu. So wie es ausschaut. Also richtig schwer ist es auch. Ich bin echt mal gespannt, was da so drin ist. Oh, das ist echt voll. Nehmen wir mal zuerst das Buch hinein. Also das Heft kennt ihr mittlerweile, ist bei jeder Loot Chest dabei. So kleine Wörtchen und Wörter zur Einleitung und ein paar Geschichten. Es ist wieder ein Comic dabei. Loot Day Teil 3. Postbote. So, wenn ihr es hier seht, der Postbote denkt er schlau, hat so eine kleine Verlängerung für die Klingel. Er dacht, aber der Hund ist schnell und schlauer und sagt sich, nee Alter, nicht mit mir, ich hole mir jetzt die Loot Chest und beißt ihn dann wahrscheinlich sonst wohin. Das sieht man leider nicht. Aber nicht weiter gucken, weil der Rest ist dann verrät dann, was alles drin ist. Gut. ja. Es sind Sachen drin, wo ich jetzt schon mal sage, für mich persönlich ist es jetzt nicht so der Burner, weil ich ja schon mal gesagt habe, ich mag Flash nicht. Aber qualitativ ist das richtig cool. Flash, die Kaffeetasse. Wenn es jetzt Batman wäre, yay! Oder Superman, für mich jetzt persönlich, geil. Sieht aber auf jeden Fall qualitativ hochwertig aus, die Flash-Tasse. Flash-Tasse? Ja, was soll man dazu sagen? Eine Flash-Tasse. Schön aus Keramik, schön schwer und sieht auch sehr hochwertig aus. Was haben wir hier? Notepads. Ihr kennt ja diese kleinen gelben Zettelchen, die ihr so irgendwo hinkleben könnt und dann euch eure Notizen drauf schmieren könnt. Das gibt es jetzt als Pixel-Pad. Finde ich schon mal sehr geil. Ist eine Pixel-Hand und ich hoffe mal, ich denke mal, dass das auch so ähnlich funktioniert. Gucken wir doch einfach. Ich lasse einfach zu. Auf jeden Fall Sticky Notes. Klar, steht drauf 200 Sticky Notes. Ihr könnt das draufschreiben und das dann da hinkleben. Witzige Geschichte in so einer 8-Bit-Hand. Das finde ich schon mal cool. Das ist echt lustig. Was haben wir hier? Magnifier. Solar Magnifier. Magnifier ist Englisch und heißt eigentlich Vergrößerungsglas. Das sieht jetzt aus wie so ein kleines Feuerzeug aus Metall, logischerweise, aus Plastik gibt es ja so viele. So hier das Feuerzeug, ihr könnt dann quasi, da muss ich mal auspacken gleich, ne? Mache ich jetzt mal direkt, also mit kleinen Vorspuleffekt, weil sonst ist es ein bisschen langweilig. Okay, ja, das war's auch schon. Also das ist jetzt das Magnifying-Glas, man soll hier drauf drücken, okay, dann kann man es hier aufmachen. Jetzt kommt so eine kleine Lupe da raus. Seht ihr hier. Wenn ihr da jetzt, denke ich mal, die Sonne aufstrahlen lässt, dann könnt ihr Feuer machen. Also das ist quasi das gleiche, wie wenn ihr eine Lupe nehmen würdet. Aber witziger verpackt. Auch vom Sinn her habt ihr halt ein Feuerzeug. Hast du mal Feuer? Ja. Dauert nur einen Moment. Was ich euch jetzt nicht empfehlen würde, liebe Herren und Jungens, das klappt in der Diskothek nicht. Also wenn da so ein Mädel da ankommt und sagt, hast du mal Feuer? Dann sagst du, na logisch. Dann kannst du dich dumm und dusselig gucken, aber das funktioniert mit Neonlicht nicht. Also eine Solar-Feueranzünde-Teil finde ich schon mal. Es ist ein geiles Design, ist witzig. Steht noch irgendwas Interessantes drin? Nein. Achtung, wird warm. Also wenn ihr das, ne, wisst ihr schon. 4 Sachen sind das, glaube ich, noch. Es ist wieder eine Popfigur dabei. Also Figur, eine Pop-Vinyl von Funko. Eine Marvel-Figur und diesmal ist es der, was ist denn hier kaputt? Der Wolverine, klassisches Style.
Finde ich cool. Die finde ich echt mal witzig. Ich bin ja so ein bisschen Marvel-Fan. Ihr wisst ja, Iron Man, nee. Aber den finde ich auch ganz lustig. Das ist schon mal sehr cool. T-Shirt ist auch dabei. So. So ganz spontan würde ich jetzt sagen, dieses Gesicht ist bekannt von Far Cry 3. Aber wir machen es mal komplett auf, was drauf steht. Greetings von Rook. Rook Island, a paradise to lose yourself in. Ja. Ich bin der Meinung, das ist von Far Cry 3, ein Themen-T-Shirt. Ist ganz nett. Rot ist das nicht so meine Farbe, aber es ist nett. Drei Sachen habe ich jetzt noch. Ja, ein Aufkleber von Rocket Bean TV. Gut. Das finde ich cool. Es ist dezent, aber es ist geil. Die Original-Visitenkarte von der MIB. Wenn ihr den Film kennt, wo Will Smith zum ersten Mal die MIB trifft, kriegt er so ein Kärtchen hier gedrückt, wo dann drauf steht nur MIB. Und dann 504 Battery Drive. Das war's. Mehr steht da nicht drauf. Keine Telefonnummer und nichts. Ist auch sehr dick, also ist hochwertiger als eine normale Visitenkarte. Das finde ich cool. Das sind so kleine Gadgets in den Boxen, die finde ich richtig geil. Sehr gut. Finde ich sehr schön. So, das letzte ist was zu essen. Da gibt es auch eine Challenge zu. Auf der Fanseite von Luchess bei Facebook wurde aufgerufen zu einer Challenge. Wer die Hälfte dieser Packung isst, kann aber bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich war mal großkotzig und habe gesagt, ja, weil das ist, ich esse die ganze Packung. Ja, hahaha. Ha, ha. Mal gucken, was draus wird. Es sind Red Hots. Das sind Cinnamon Bonbons Drops. Also Cinnamon Zimt. Ihr kennt die Videos bei YouTube, die Cinnamon Challenge, wo einer sich einen Löffel Zimt in den Mund steckt und dann versucht, das zu schlucken. Nicht schön. Ich bin gespannt. Ich mache die jetzt auch nicht auf. Ich bin gespannt, was das wird. Das werdet ihr aber in einem extra Video sehen. Die Luchess Cinnamon oder Zimt Challenge. Das verlinke ich euch auch hier, wenn es fertig ist. Ich denke mal, dieses Video wird vorher fertig sein, aber das wird auf jeden Fall auch mit drin sein. Das war auch schon die Box. Das ging schnell. Fand ich jetzt. Es ist drin, was man so erwartet. T-Shirt finde ich, ist okay. Die Tasse finde ich an sich, ist es eine geile Idee. Für mich der Flash, ne, Flash ist doof. Ihr wisst ja, Flash ist für mich so ein der Balletttänzer unter den Superhelden, finde ich. Schauen wir mal, was jetzt das Plus-Item gewesen ist. Ich tippe ja mal auf die... Nein, falsch getippt. Die Tasse! Die Tasse war das Super-Item. Das Plus-Item. Ach, siehst du, da gibt es noch einen Captain America oder einen Superman. Also wenn einer von euch da draußen Captain America hat und die loswerden will und gegen eine Flash-Tasse tauschen möchte, hier, hier, ich! Bitte. Wäre ich super. So, Agent K-Karte. Kostet 99 Cent. Finde ich jetzt nicht teuer. Also die Idee finde ich echt witzig, echt cool. Super Gag. Finde ich klasse. Ja, Rocket Bean TV Sticker. Wert unbezahlbar. Okay, die Red Hots. 1,99 Euro. Und dann geht es weiter mit den Stickern. Die kosten 5 Euro. Das Magnifier, also die Vergrößerungslupe zum Feuer machen. 6 Euro? Das ist schon eine Hausnummer. Krass, das ist schon nicht schlecht. Die Popfigur 17 Euro. Ja. Da gibt es auch Captain America, ich weiß gesagt. Wie heißt er hier? Deadpool, Iron Man, Loki und den Agent, der bei... Ne, ich spoilere jetzt nicht. Und das T-Shirt. Rook Island Shirt. Antropische Trauminseln. Es ist von Far Cry 3, wie ich gesagt hatte. Ich meine, gut, das Gesicht kann man ja auch schlecht verkennen, ne? Ja, das war die Loot Chest für März 2015. Eine gelungene Box, auch wenn für mich persönlich nicht so viel dabei ist, was ich jetzt gerne behalte. Das klingt alles so negativ. Es soll ja nicht negativ klingen, es ist auch nicht negativ gemeint. Für mich persönlich ist das T-Shirt und die Tasse nicht so... Die letzte Box aus als letzten Monat von Loot Chest, die war richtig Bombe, die war richtig geil. Allerdings habt ihr hier das natürlich auch das Problem. Wie wollt ihr... Versetzt euch mal in die Lage von Luchess. Wie wollt ihr als Firma, sage ich jetzt mal, allen Kunden immer gerecht werden? Der eine findet das besser, der andere findet das besser, der andere steht mehr auf Marvel, der andere findet DC geiler, der andere will eher T-Shirts, der andere will dafür eben eine Flash-Tasse haben.
es funktioniert nicht. Also, mal einen Monat seid ihr richtig Bombe dabei, in einem anderen Monat habt ihr vielleicht ein paar Sachen, so wie ich jetzt hier so. Die Funko-Figur finde ich echt geil, das, die MLB, das Stickerchen, die finde ich sowieso cool. Das ist so, ja, so ein Mittelding. Ich finde Sticker an sich geil, das ist jetzt nicht so mein Favorite, aber der kommt dann auch dazu. Also die Hälfte davon finde ich cool, die andere Hälfte finde ich von der Idee her geil, aber für mich persönlich halt nicht. Wie seht ihr denn persönlich das überhaupt? Was findet ihr sollte in einer Box drin sein? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch ein Däumchen da. Es wäre ein Träumchen und ein Kommentar. Das geht auch schon klar. Einfach unten reinschreiben. Am Mittwoch werde ich mir was einfallen lassen. Denn normalerweise mache ich ja mittwochs die Unboxings. Das ist jetzt ein aus der Reihe gegriffenes Unboxing, weil die Box so schnell da war und ich es euch nicht vorenthalten wollte. Außerdem denkt dran, die Cinnamon Challenge. Entweder wird das total läppsch oder ich werde sowas von mir. Ich bin echt mal gespannt, ich habe Angst. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann am Mittwoch beim nächsten Mal. Bis dann, Tschüssikowski, ihr Kixel.